Hallo liebe YouTuber Mobo-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neuer Mittwoch, neue Sondersendung. Und zwar, wir haben heute Holzbau auf dem Zettel und Rahmenbau. Wir haben in letzter Zeit, Stefan und ich haben in letzter Zeit relativ viele Anfragen bekommen, wie wir die Grundrahmen bauen. Und wir haben ja auch irgendwie, also die Leute, die den Kanal verfolgen, sehen ja auch, dass ich es tatsächlich mit Pfannenlatten bei mir selber gebaut habe, ohne Fräse und sowas. Und Stefan damals reingegrätscht ist, hat gesagt, ich fräse dir die Fahrtrassen, das sieht nachher auf jeden Fall viel, viel besser aus. Und seitdem wir das letzte Mal das Video gezeigt haben mit den Anlagen, die wir hier nebenbei bauen, also hier im Laden bauen, da sind echt mehrere Anfragen gekommen und da sind wir auf eine Idee gekommen, die eigentlich nicht neu ist. Also das gibt's natürlich schon, aber Wir sind der Meinung, das hört sich jetzt arrogant an, aber wir können das besser. Und da wir die Anfragen haben, wollen wir sie auch gerne bedienen. Und wir haben in letzter Zeit, um auf den Punkt zu kommen, was mir immer ein bisschen schwerfällt, relativ häufig Anfragen bekommen für den Grundbau, dass wir einfach nur für Leute den Grundbau herstellen. So. Das machen wir natürlich gerne, das ist auch relativ einfach. Steff ist ja eh so ein richtiger Holzwurm und gibt da Vollgas und legt da Nachtschichten ein, dass wir alles auch relativ schnell immer zu den Kunden, also zu euch hinbekommen. Aber in letzter Zeit ist es auch vermehrt vorgekommen, dass auch die Kommentare bei uns im Kanal schon deutlich gezeigt haben, dass halt Modellbahn ein teures Hobby, ein teures Unterfangen ist. Und wir haben gedacht, ja, das ist natürlich wahr. Wir sind ja eigentlich mal, oder bin ich ja mal vom Dioramenbau angefangen, habe gesagt, ich mache das für die Leute, die keine Anlage haben, so aber ein hübsches kleines Stück Landschaft haben möchten, in Anführungsstrichen hübsch. Damals war ich noch nicht so überzeugt von, aber Arne hat mich ja überzeugt. Sind wir da ja irgendwo hingewachsen und sind zu dieser ganzen Geschichte gekommen mit Anfragen, baut mal größere, baut mal Module, da haben wir Module gebaut, baut mal eine Anlage, dann bauen wir Anlagen. Könnt ihr unsere Anlagen modernisieren, umbauen, digitalisieren? Das machen wir auch. So, und also es ist einfach aufgrund der Anfragen Hülle und Fülle gekommen, dass wir uns da quasi weiterentwickelt haben. Und jetzt haben wir halt überlegt, okay, wir haben jetzt doch ein paar Kommentare bekommen, dass das auch alles nicht ganz so günstig ist und Modellbahn. Ja, dass der eine aber trotzdem handwerklich da vielleicht nicht so gut ist, dafür kann er super programmieren, die anderen können besser programmieren, sind aber dann handwerklich nicht so gut und das dreht sich alles. Die einen können das, die anderen mögen das, manche wollen auch eine Sache nicht machen und das irgendwie springen wir in alle diese Bereiche ein. Also das gibt es, dass wir eine Anlage nur aufbauen, die Verkabelung macht der Kunde selber. Der eine Kunde verkabelt alles selber, wir übernehmen die Digitalisierung, also das einen Programmieren in der CS3 zum Beispiel. Oder. So. Und jetzt haben wir gedacht, okay, wenn wir das alles jetzt so gezielt anbieten und auch machen und abarbeiten, so wie wir es zumindest schaffen, weil wir sind ja auch nur zu zweit, dann können wir vielleicht noch so ein bisschen drauf eingehen und den Leuten helfen mit dem Grundbau. So. Und da gibt es ja auch in Deutschland ein paar Firmen, die das machen. Wir wollten aber gerne ein Grundbau-Modulsystem anbieten, das für euch wirklich so einfach wie möglich ist, wo ihr so gut wie kaum Werkzeug für braucht und, sag ich mal, schon relativ schnell in kurzer Zeit einen Rahmen aufgebaut bekommt und eine Grundkonstruktion einer Anlage aufgebaut habt, dass ihr eigentlich innerhalb von kürzester Zeit auch loslegen könnt, die Gleise zu verlegen, um die ersten Testfahrten zu machen und die Trassen aufzubauen. So, und da gibt's ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder habe ich einen Rasterrahmen oder ich habe eine Platte, so wie das für jeden am einfachsten ist. Da haben wir ja verschiedene Sachen gezeigt. Entweder wir machen Spantenbauweise, was man ja auch immer gut bei Guido Meissner sehen kann, MMC, wie er das da zurechtfräst und fertig macht und schneidet. Und oder man macht das halt so wie bei mir auf meiner privaten Anlage, wo ich einfach nur das mit Holzständern gemacht habe, damit ich immer nachträglich Bereiche einfacher ändern kann. Und und da haben wir uns halt überlegt, wir brauchen eine ordentliche Rahmenstabilität, wir müssen flexibel sein, man muss mal was umbauen können, man muss es alleine handeln können und im besten Fall kriegt man keine Rückenschmerzen, wenn man das aufbaut oder sich das alleine bewegen muss, hinstellen muss und sowas. So, und da haben wir was angefangen und das wollte ich gerne in diesem Video zeigen, weil ich das, also ich bin da schon überzeugt von, aber einfach nur, weil da viele Ideen eingeflossen sind, um das so cool wie möglich zu machen. Und wo wir das alles durchkalkuliert hatten, haben wir dann gesagt, okay, gut, wir können es auch tatsächlich günstiger als Mitbewerber. Und also lohnt sich das auf jeden Fall, da ein Video für euch zuzumachen und euch das vorzustellen und da dann halt auch wirklich gezielt drauf einzugehen. So, ich rede schon wieder so lange. Ich werde jetzt mal die Position wechseln und dann zeige ich euch gleich mal, was wir machen. Eine Sache vorweg noch.
Bei spielwarenradchen.de gibt es die Rubrik Anlagenbau und darunter sind im Online-Shop jetzt schon die einzelnen Module, die ich euch jetzt gleich zeige und die anderen Sachen, die wir euch vorstellen. Das erweitern wir jetzt kontinuierlich, so dass ihr für den Grundanlagenbau theoretisch alles aus einer Hand bekommt und diese Sachen einzeln ja, so bestellen könnt, wie ihr möchtet. Das sind Standardmaße, die wir da drin haben. Das ist aber auch kein Problem. Ihr könnt per E-Mail einfach anfragen, Sonderanfertigung, wenn ihr Fahrtrassen auf andere Breite gefräst haben möchtet oder. Also ist auf jeden Fall möglich. Das kriegen wir hin, das machen wir. So, und uns ist das noch wichtig, dass das alles im bezahlbaren Rahmen bleibt, weil das sind Sachen, die möchte ich zu Hause aufbauen. Das mache ich vielleicht in der Anlagengröße, ne? Also das ist ja unbegrenzt, sag ich mal. Aber das muss auch trotzdem bezahlbar sein, so dass ich jetzt nicht sage, ich fahre jetzt im Baumarkt, mache das selber, brauche noch eine Stichsäge, ich muss dies, das, jenes haben, dann die ganze Zeit investieren. Das muss irgendwo im Verhältnis stehen. Und weil wir es jetzt doch nach unserem Ermessen recht günstig anbieten können, zeigen wir es euch. Und die ganzen Hölzer, die wir haben, das ist alles Birke, Sperrholz, beziehungsweise, ja, doch, Birke, Sperrholz, das hat ja die Eigenschaften, dass es sich nicht verzieht oder geringfügig nur verzieht durch Feuchtigkeit und einfach stabil ist, sehr stabil ist. Diese Platten besorgen wir immer in großen Mengen, also in größeren Mengen, sodass es günstiger ist und wir es natürlich auch günstiger anbieten können. Weil wenn man jetzt selber als Privatperson losgeht und mal eine Platte kauft, dann wundert man sich, was das alles kostet. Ne? So, genau, ja. Lang genug gesappelt. Ich bin mal gespannt, wie euch das gefällt. Wir zeigen jetzt die einzelnen Sachen, die wir schon mal so ein bisschen hergestellt haben, um mal auf euer Feedback dann hinterher auch eingehen zu können, vor allen Dingen. Und wir sind auch ganz gespannt dazu, was ihr zu unserer Idee sagt und was ihr davon haltet. Und wir werden das immer weiter ausbauen und den Shop erweitern und ja, mal gucken. Eure Ideen, wenn ihr sie habt, schreibt sie gerne rein. Wenn ihr sagt, wir brauchen dies, das, jenes, dann nehmen wir es mit auf, versuchen es zu besorgen und dann geht das los. Also, viel Spaß beim Video und gleich sehen wir uns wieder. So, jetzt habt ihr das Schnittbild schon gesehen. Neue Position, neues Glück. Das ist jetzt unsere Rahmenkonstruktion 1x1 Meter im Durchmesser. Und wir haben, also die Außenseiten quasi Maße, und wir haben eine Höhe, Oberkantenhöhe von 80 mm. Warum haben wir die genommen? Man kann jetzt hier noch einigermaßen unter der Anlage durchkriechen, ohne dass man sich gleich den Rücken aufhaut. Wir verschenken aber nicht zu viel Platz nach oben, weil in den meisten Räumen, Kellerräumen oder sonstiges mit Dachschrägen und so hat man ja nicht ganz so viel Platz, wie ihr es bei meiner Anlage zum Beispiel seht, um jetzt noch Gebirge zu machen und sowas. Also da kommt es nachher auf jeden Zentimeter drauf an. Die Höhe können wir individuell anpassen, da könnt ihr einfach angeben, was ihr möchtet, das ist kein Problem. Aber ich wollte jetzt erstmal auf den Rahmen eingehen. Und zwar haben wir halt hier alles komplett mit 12 mm Birkensperrholz verarbeitet und gemacht, also alles gefräst. Und der Rahmen ist wirklich so stabil, dass man da sagen kann, ich kann hier rauf, ich kann hier drauf arbeiten, ich kann hier wirklich Gewichte raufbringen, ich kann mich selber hier raufsetzen und hier ohne Probleme auch irgendwo in der Ecke nachher ein bisschen arbeiten, ohne dass wir Angst haben müssen, dass hier was zusammenbricht. Der Vorteil von diesem Rasterfeld ist, dass ich auch nachträglich immer von unten bei 50x50 durchgehen kann. Wir sind ja nicht ganz genau bei 50x50, weil wir haben ja die Rahmenstärke, aber wir sind irgendwo bei 49, sonst was. Und ich kann in jedem Feld auch durchgehen. Wenn ihr einzelne Trassen aufbaut, dann ist das ein Riesenvorteil. Ich komme von unten immer noch durch, kann noch mal irgendwo hingreifen, wenn es verbaut wird, weil es kann ja auch sein, dass ihr sagt, okay, 1x1 Meter, das ist zwar in Ordnung, aber ich brauche 1,50 in der Tiefe, weil mit 1,50 würde ich hier stehen. Es wird langsam schwer. Also die Profimodellbahner wissen eigentlich, 1,20 Meter ist die Grenze und dann kommt es auch auf die eigene Armlänge drauf an. Ich hatte nur das Glück, dass ich wahrscheinlich sehr oft an meinen Arm rumgeschleudert wurde von meinem Vater als Kind und die sind lang genug. Also bei mir darf es auch 1,30 sein, aber dann hört es auch wirklich auf und dann komme ich da auch nicht mehr ran, ohne mir einen Hocker zu nehmen oder so. Ne? Aber das ist eine Sache, die ihr selber ja wissen müsst und auch so bestellen könnt. So, wir haben auf jeden Fall Birkensperrholz. Der Außenrahmen selber ist 150 hoch. Und der Innenrahmen ist 100 hoch. Hat den Hintergedanken, dass man auf der Innenseite unten in den einzelnen Feldern Kabelkanäle anbringen kann und die hier einmal langlaufen lassen kann, um die Kabel zusammenzuführen. Weil
egal wo das hier oben durchgebohrt, ob eine Platte drauf ist oder eine Trasse, die Kabel kommen runter, ich muss sie ja irgendwo sammeln. Und wir haben uns halt überlegt, wir machen es Modul für Modul und haben dann immer die Möglichkeit, hier unten die Kabelkanäle lang zu machen, wenn ihr sowas wollt. Oder Kabelschellen oder andere Sachen, das ist ja jedem frei überlassen. Vielleicht werden wir da auch irgendwas im Shop mit aufnehmen, mal gucken. In den richtigen Längen dann vielleicht auch schon gleich, dann habt ihr das wieder ein bisschen einfacher. So, wir haben hier komplett an der Vorderseite haben wir Löcher, dass wir wirklich von Modul zu Modul schon gleich Kabeldurchführung haben, wo man die Kabel ordentlich durchführen kann und wir können da auch individuell anpassen. Aber das ist erstmal unser Standardmodell. Die ganzen Sachen sind gezapft, das heißt ausgefräst und reingesteckt, so dass eine maximale Stabilität kommt und wir wirklich da keine Probleme bekommen und auch keine Querverstrebung brauchen. So, und man kann ja mal viel sappeln. Ich zeige euch das also auch nur so nebenbei, wie leicht das ist. Also ich kann das mit einem Arm und ich bin jetzt nicht im Fitnessstudio oder so. Man kann das wirklich so anheben. Also ich weiß das Gewicht jetzt nicht genau. Wir haben es nicht gemessen. Das sind aber, das ist weit unter einer Cola-Kiste auf jeden Fall. Wahrscheinlich eher eine leere Cola-Kiste. So, und so ist es so stabil, dass man hier wirklich raufgehen kann und sich hier raufstellen kann und in die Mitte geht. Und ihr könnt sehen, da passiert nichts. Ne? Also ich kann hier auch wippen. Wenn ihr jetzt auf eurer Anlage seid und in Gange seid und irgendwas machen müsst, euch rauflehnen müsst und so und ich wiege um die 100 Kilo, also wird das, ich glaube 95, aber ist auch egal, aber das wird halten und es hält auch noch mehr. Also Stefan steht da hinten gerade hinter der Kamera, der lacht schon gerade, weil ich hier oben wie so ein Kasper rumschaufst, also er könnte wahrscheinlich auch noch mit rauf, dann ist nachher aber irgendwann Schluss. Ne? Zu 200 Kilo, glaube ich, das sollte ausreichen. Genau. Richtig. So, und damit alles einfach und ist, zeige ich euch nochmal ein paar Sachen. Arne hat da schon ein Schnittbild zugemacht. Also am Außenrahmen, warum die Tiefe? Ich hoffe, Arne kann das so auffassen. Bist du in dem Bereich, Arne? Ja, ne? Genau. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel die normalen Decoder verwenden, also jetzt hier gerade habe ich CDB-Elektronik, aber auch die Märklin-Bauteile, die können wir hier am Rahmen setzen. Auch vielleicht bündig nach oben, bisschen Luft, weil wenn hier eine Platte drauf ist, muss ja irgendwie mal rankommen. Habe ich hier unten wirklich viel, viel Platz, um die Kabel zu verlegen und sogar noch einen Kabelkanal anzubringen, so dass es alles ordentlich läuft. Das ist so die Überlegung gewesen von uns. Ne? Also das heißt, man hat außenrum die Decoder sitzen, vor der Hinterseite. Dadurch erspare ich mir ein extra Brett, wo ich alles aufbauen muss, weil wenn ich sowas alles mache, geht natürlich auch. Wir können ja noch ein extra Brett anschrauben und dann macht man da nur die ganzen Decoder ran. Ist man aber so, dass alles zentral ist und zentral bedeutet viele, viele Kabel legen. Hier sind wir immer in einem Quadratmeter und können dann hier die Kabel immer zu den einzelnen Modulen führen. Das ist für euch einfach, würde ich sagen, einfacher. Genau, das einmal. So, dann haben wir die einzelnen Bauteile. Das könnt ihr einmal hier sehen. So gefräst, dass auch die Löcher für die Schrauben vorgefräst sind. Das ist die richtige Seite. Und da sieht man auch gleich, dass alles bündig komplett ja, versenkt ist. So, und da muss Arne gleich nochmal hinterher nochmal Schnittbilder von machen, vom Nahbereich. Da ist es auch so, dass wir so für die Schlossschrauben das Vierkant mitgefräst haben. Und also es ist ein rundes Loch natürlich und dann das, der Vierkant für den Kopf. Und wenn die Schraube drinnen sitzt, ich habe auch eine schon bereitgelegt, fast gut vorbereitet, dann passt die Schraube hier rein, der Vierkant hält, ich kann hier unten schrauben und die Schraube ist bündig weg. So. Und da haben wir jetzt auch tatsächlich ein bisschen tiefer gefräst, so dass man hier verschiedene Schrauben nehmen muss. Die müsst ihr ja nicht bei uns kaufen, sondern wenn ihr bei euch im Baumarkt seid, die haben ja doch ein bisschen Toleranzmaße, die Köpfe, dann ist das ein bisschen schier und ihr habt ein bisschen mehr Spielraum und könnt, wenn ihr es zusammengeschraubt habt, auch Rahmen an Rahmen stellen, ohne einen Luftspalt zu haben. Und dann braucht ihr nämlich nur mit einer Schraube noch einmal durchjumsen und dann sind die Rahmen miteinander verschraubt und da reichen schon zwei, drei Schrauben und das ist wirklich stabil zusammen. Genau, das einmal dazu. Wenn dann die Rahmenbauteile bei euch ankommen, dann sind das diese zusammen vorgefertigten Sets. Und da kann man dann halt sehen, in dem Sinne jetzt hier, wir gucken mal, wo kann man es am besten zeigen. Das ist ein Außenteil, das ist ein Innenteil. Genau, ich zeige das einfach mal hier. Das ist wirklich mit Zapfen und Nut einfach rein, zusammen. Dann hier zwei Schrauben rein. Jetzt bin ich schon wieder falsch rum, so rum. Hier ist die gesenkte Seite. Hier können die Schrauben reingesetzt werden und dann ist es zusammen. Wenn ihr auf Nummer sicher geht und wisst, ihr wollt es auch nicht wieder auseinanderbauen, dann würde ich euch eine Tube Leim empfehlen und dann könnt ihr sogar hinterher einfach jeweils an den Außenkanten einmal mit einer Leimflasche lang gehen und dann ist das nochmal doppelt und dreifach gesichert quasi. Ist nicht verkehrt und dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Naja, es wird keine Probleme geben, außer der Holzleim ist schlecht. Aber da reicht auch der Einfache von Aldi auf Deutsch gesagt. Ja, genau. So, und diese ganzen Rahmenteile können dann ganz normal zusammengesteckt werden. So, dass dann, na,
Gucken wir, habe ich das falsche Teil da? Wir gucken mal. Kann sein, dass es noch gar nicht zusammengehört. Wir nummerieren das auch. Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Wir werden das für euch nummerieren, 1 bis 4 im Kreis. Und die Mittelstege auch mit nummerieren, damit ihr genau seht, wie es zusammenkommt. Da kommt ein kleiner Beipackzettel rein, dass ihr auch wisst, wenn ihr es bekommt, dass ihr es zusammenbauen könnt. Stefan zweifelt jetzt schon gerade wieder, aber er muss zeichnen. Er macht es aber wirklich gut. Und dann ist das einfacher. Aber was ich euch zeigen wollte, ist, wenn die Außenteile zusammengesetzt werden, das ist jetzt der erste Testrahmen, 50 mal 1 Meter, dann soll das eigentlich so zusammen. Jetzt habe ich die richtigen, guck mal, jetzt geht das auch. Genau, dann ist es so zusammen, eine kleine Schraube da und da rein. So, und jetzt kommen wir zum Fuß. Und der Fuß kann dann einfach durch das Loch hier rangesetzt werden, wird verschraubt und dann geht da, wenn ich es richtig rumhalte, so, geht die Schraube da rein, ist weg. Auf der anderen Seite habt ihr eine Mutter mit einem Maulschlüssel. Den können wir sonst zur Not auch beilegen, das ist auch nicht das Problem. Aber das haben ja die meisten eigentlich zu Hause und dann ist das gut. So, und wo wir bei den Füßen angekommen sind, mit den Füßen kann man auch natürlich die Höhe einstellen. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr würdet jetzt 80 mm haben, dann ist das der Standard, der einfach im Online-Katalog drin ist. Auswählen, PayPal, alles möglich, fertig ist die Geschichte. Und jetzt haben wir noch eine Sache, die hätte ich heute schon gern gezeigt. Die Sachen sind noch im Zulauf. Wir haben nachher drei verschiedene Varianten. Standard ist einfach Filz. Als Filzgleiter, dann gibt es einmal höhenverstellbare Füße, die eingeschlagen sind oder halt Rollen, wenn ihr es rollbar haben wollt. Dann haben wir drei Varianten und mit den drei Varianten solltet ihr zufrieden sein. Die sind im Preis involviert, beziehungsweise ihr könnt bei der Bestellung einfach anklicken, was ihr haben möchtet. Rolle, Filz oder höhenverstellbarer Fuß, weil es ist ja oft so, gerade wenn man ältere Häuser hat und so, dass nicht der Fußboden komplett gerade ist und es dann doch schön ist, wenn man alles einmal ordentlich gerade hat, ausgerichtet hat. Dann rollen die Wagen auch nicht weg. Genau, das einmal dazu. Auch nichts Besonderes, aber zumindest involviert in der ganzen Geschichte. So, dann, genau, kann ich das jetzt mal hier alles wegnehmen. Ist mir das nochmal wichtig gewesen, da hatte Stefan auch erst geguckt, wie so ein Auto quasi. Hat aber auch schon gehupt. Nee, keine Angst. Ist das so, dass wir auch gesagt haben, okay, ein Modellbahner, der jetzt sich ein bisschen auskennt und auch vielleicht eine Stichsäge zu Hause hat oder eine Handsäge, wo er auch ein bisschen mit umgehen kann, nachher für die Trassen, der kann dann einfach sagen, ich nehme mal ein Beispiel Holz hier, kann sich dann ja seine Bretter auf gewisse Höhen zuschneiden oder wir schneiden die mit zu, das ist auch kein Problem. Und ich kann sie mir hier einfach ranschrauben und habe dann eine Trassenhöhe, schneide es auf die Höhe ab oder wie gesagt, wir machen das und dann lege ich meine Trasse rauf und der Abstand reicht, also der Abstand ist so gewählt, dass wenn jetzt eine Trasse hier lang läuft, hier was befestigt ist, hier und hier, also dass wir alle 50 cm einen Auflagepunkt haben und ein Trassenbrett mit 9 mm nicht durchbiegt. Und ihr könnt euch auch drauf abstützen, da passiert nichts. Da wird nichts passieren, das funktioniert, habe ich bei mir auch gemacht. Und ich habe sogar bei mir nur 6 mm verwendet. Und da merke ich aber, wenn man ein bisschen längere Abstände hat, dass es dann doch leicht anfängt, sich durchzubiegen. Und deswegen gehen wir jetzt auf den normalen Standard von 9 mm Birkensperrholz und dann soll das stabil sein. Genau, das ist erstmal die Variante 1. Oder ihr sagt einfach, pass auf, ich möchte das ganz anders haben, weil diese Ebene ist mein Schattenbahnhof. Dann ist es am sinnvollsten, wenn hier einfach eine geschlossene Platte drauf ist. Dann könnt ihr es mit auswählen im Online-Shop. Platte einmal 1 Meter, 9 mm Stärke oder so, denke ich mal, das wird ausreichen. Und dann habe ich eine Grundebene, wo ich den Schattenbahnhof raufbauen kann und kann dann mit kleinen Ständern arbeiten, um die nächste Ebene raufzubauen. Die Ebene 0, sag ich mal, wie man immer schön sagt, Bahnhofsebene oder Paradestreckenebene oder sowas. So, ich denke mal, das, sag ich mal, hilft schon. So. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja toll, jetzt habe ich den Grundrahmen gebaut, aber mit den Trassen und ich möchte aber gerne ein, zwei Ebenen bauen und sowas im einfachen Rahmen. Da brauchen wir dann ja auch irgendwas und da will man dann ja auch nicht jetzt los anfangen, im Baumarkt fahren, USB-Platten holen, zurechtsägen, weil das ja auch immer mit USB nicht so schön ist. Haben wir uns dann überlegt, okay, wenn ihr es wollt, müsst ihr ja nicht, aber dann können wir euch die Trassen auch mit anbieten. So, und die Trassen haben wir jetzt schon mal vorbereitet. Ich hole die jetzt mal vereinzelt hier rein. Und das sind jetzt erstmal unsere Rohmuster, weil wir eigentlich immer gedacht haben, okay, ihr könnt uns einfach schreiben, ihr braucht, sag ich mal, 10 Bretter, 1 Meter mal 20 cm breit und dann fräsen wir die fertig und verschicken die einfach zu euch. Aber das ist, glaube ich, auch einfacher, wenn wir Standardmaße im Online-Katalog haben und das nehmen wir jetzt auf. Und da werden wir nachher verschiedene Trassenbretter fertig machen. Das ist jetzt 6 mm, 9 mm, 9 tatsächlich, genau, wollte gerade sagen, wollten wir auch 9 mm verwenden. Als Standardlängenmaß würde ich immer sagen, man geht nicht über 1 Meter, das werden wir auch so im Online-Shop aufnehmen. Wir können für euch alles machen, das ist ja kein Problem, aber das Standardmaß 1 Meter ist für uns einfacher wegen Versenden, weil plus ein bisschen Kartonmaß dazu, plus, ja,
Schutzfolie und sowas noch, dann sind wir schon schnell bei 1,05 Meter, 1,10 Meter und bei 1,20 Meter ist ein Herr Sperrgut, dann wird es unnötig teuer und ist immer relativ schwierig mit der Zustellung. Das wollen wir natürlich möglichst verhindern. Deswegen auch Rahmenbauteile 1x1 Meter. Wie gesagt, andere Sachen sind ja auch kein Thema. Oder ihr wohnt in der Ecke oder sagt, wir sollen euch 6 Rahmen bauen. Ihr könnt auch gerne vorbeikommen natürlich und die abholen. Das ist ja auch kein Thema. So, deswegen jetzt erstmal Musterstücke, dass man sagen kann, wow, saubere Kante. Man hat nichts, wo man sich wehtut. Da kann ich so rübergehen, da passiert nichts. Ne? Also ich habe, das ist nicht gefaked, das ist nicht geschliffen, das ist direkt aus der Fräse raus. Aber Stefan hat ein Garantiesiegel dafür und werde auch immer aufpassen, dass da auch wirklich nichts dran ist und sonst schleift er halt nach. Das ist ja auch kein Thema, aber es sieht halt so immer ordentlicher aus. Und unser Gedanke ist auch einfach, wenn man mit so einem Basisteilen arbeitet, kann ich es auch wieder abbauen und mal ändern, weil das wissen wir Modellbahner ja am besten. Wir bauen ewig und wir bauen auch viele Veränderungen und deswegen finde ich es immer schön, wenn es so ein bisschen flexibel bleibt und man die Sachen auch hinterher wiederverwenden kann, weil wie gesagt, das ist schon alles teuer genug im Modellbahnsektor. Dann machen wir Trassenbretter eingleisig für Radius 2, Radius 3, Radius 4 und sowas. Ne? Das kann Arne gleich nochmal als Schnittbilder aufnehmen. Werden aber auch ohne Probleme zum Beispiel jetzt hier Trassenbretter anbieten, wo man von eingleisig, Märklin, C-Gleisweiche, normale kurze Weiche auf zweigleisig geht und auch das alles. Ihr könnt das einfach auch in der E-Mail schreiben. Wenn ihr den Grundrahmen habt, habt die ersten Trassenbretter, dann schreibt uns sonst, wenn ihr was Spezielles braucht, dann machen wir schnell eine Zeichnung, machen das fertig. Das ist jetzt auch, ohne dass das einen großen Kostenfaktor für euch ergibt. Wir wollen ja einfach nur euch helfen, was das angeht. Ne? Und das ein bisschen einfacher machen und den Anlagenbau ein bisschen ja für euch schneller machen, weil man weiß ja selber, wie es ist. Man hat keine Zeit, dann muss man noch schnell wieder ein Holzstück sägen, dann muss man wieder in die Garage, wenn man eine hat, oder draußen im Garten, Balkon und sowas. Das muss anders gehen und mal einfach nur mal ein Stück kürzen, abschneiden. Das macht man schnell mal eben neben der Anlage, Staubsauger raus, fertig. Ne? Naja, gut. Dann haben wir natürlich auch zweigleisige Bogenstücke und das ist halt alles ja aufs C-Gleis abgemünzt. Ihr könnt aber auch sagen, welches Gleis ihr habt. Mal gucken, ob wir es standardmäßig mit einem raufnehmen, dass wir das Roccoline-Gleis mit aufnehmen oder. Und da dann gucken, was wir machen, weil wir einfach ja mal erstmal da ein bisschen von euch das Gefühl haben müssen. Stefan ist ja wirklich ein Märklin-Händler, deswegen sind wir hier natürlich viel bei Märklin und deswegen bin ich auch sehr Märklin-lastig. Aber wir können natürlich direkt drauf eingehen, was ihr möchtet. So, und jetzt ist das nächste Problem, was dann auf euch zukommt oder was auf euch zukommt, wenn ihr baut, dann ist es halt die Sturzsicherung. Gerade wenn es hier unter keine Platte gibt, wenn man es offen lässt, damit man immer von unten durchgreifen kann nach der Landschaftsgestaltung, um nochmal eine Lampe zu setzen oder was zu reparieren, Weichenantrieb auszutauschen, das ist alles kein Thema. Ist es so, dass wir uns das überlegt haben, dass wir diese Trassenbretter auch gleich so mit anbieten werden, dass ihr eine Absturzsicherung habt. Und da haben wir jetzt auch das erste Muster für angefertigt, wo wir sagen, okay, wir haben ein Trassenbrett für eine eingleisige Strecke und haben dann halt, hier ist es noch ein bisschen einfacher, wir haben eine andere Fräsung jetzt, die ein bisschen enger ist, beziehungsweise das Acrylglas ein bisschen breiter, dass man wirklich sagen kann, okay, im vorderen Bereich zum Beispiel, wo ich oft vorbeilaufe, habe ich die Möglichkeit, einfach mit einem steckbaren Plexiglas zu arbeiten. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, wie das gerade bei Richards Moba gezeigt wurde, liebe Grüße an der Stelle an dich, der hat so schöne PVC-Streifen, die man auch tackern kann. Und das geht natürlich auch. Wenn ihr einen Tacker habt, dann ist das Material ist stabil genug, stark genug und auch stark genug, also von Breite her, so dass man auch sagen kann, man kann PVC-Streifen oder sowas rumnageln. Das ist alles möglich. Aber wir wollten auch eine schöne Lösung bieten und fertig gefräste Bretter mit den richtigen PVC-Stücken dazu. Und die kommen auch in den Online-Shop. Eingleisig, mehrgleisig. Und dann könnt ihr mal schauen, ob da was für euch bei ist und auch mal vor allen Dingen Rückmeldung geben, ob ihr noch Ideen habt, was wir auch machen sollen oder was ihr bei eurem Anlagenbau gebraucht hättet vielleicht, weil wir wollen es einfach ein bisschen einfacher machen. Ja, genau. Und alles, was ihr selber macht, brauchen wir dann nicht machen und dann haben wir wieder Zeit für andere Projekte. Also schaffen wir mehr. Genau. So, und an der Stelle haben wir noch eine Sache. Und wir wurden zur Trassendämmung, wurde ich relativ häufig angesprochen. So, hier sieht man auch mal zum Beispiel nochmal ein Trassenbrett von einer, das ist jetzt ein Musterstück gewesen für eine Kundenanlage, wo man von einer 2 im Bogen auf eine viergleisige Strecke läuft. Auch das, wie gesagt, ist kein Problem. Wir zeichnen die ganzen Geschichten und dann wird es gefräst und dann bekommt ihr was Ordentliches zugestellt, sieht ordentlich aus und geht schnell. Ne? Genau. Übergangsstücke dafür genauso, bevor ich das vergesse. So wie ihr es bei mir gesehen habt im Anlagenbau, im Anlagen- oder Trassenbau, in den Trassenbau-Videos, einzelne Platten entweder mit einer Schraubzwinge zusammenklemmen und mit Holzleim oder mit kleinen Schrauben verschrauben. Wie gesagt, ist alles möglich, so wie ihr es wollt. Genau, nur mal so nebenbei noch, genau. Das können wir nochmal gleich einzeln aufnehmen.
Und dann haben wir das Dämmmaterial. Das ist jetzt einfach nochmal so ein Beispiel. Da habe ich zu Stefan gesagt, tu mir einen Gefallen, nimm das bitte mit in den Online-Shop mit auf, weil wir kriegen wirklich viele Fragen bei meinem Anlagenbau zu Hause, was wir an Gleisdämmung nehmen. Und ich habe vieles ausprobiert und das Beste ist immer noch, so wie es der liebe Guido auch immer macht, einfach wirklich auf Teppich zu gehen. Also wirklich diesen Außenrasenteppich oder sowas, was es ist. Der ist ja auch nicht ganz so teuer, es geht tatsächlich gut, aber man hat immer den Nachteil, wenn man was entgleist und so, es bleiben die Bestandteile der Lok auch teilweise gerne hängen und dann reißt man sie ab und ich persönlich finde da eine glattere Oberfläche besser. Und deswegen ist diese ist für mich oder für uns auch die beste Kompromisslösung, auf Armaflex zu gehen. Und Armaflex in dem Fall ist 3 mm stark. Und selbstklebend, und das ist halt relativ cool, also ihr nehmt das wirklich einfach, das ist wirklich cool, weil ihr könnt das einfach abziehen, einmal aufkleben direkt, so, das zieht sich auch, also man kann das wirklich ein bisschen hinziehen, so, und dann habt ihr jetzt noch die Möglichkeit, es tatsächlich wieder abzulösen. Das könnt ihr in 2 Stunden aber nicht mehr. Und dann ist das bombenfest, da geht keine Ecke hoch und gar nichts. Und noch einfacher geht's nicht. Was braucht ihr zum Verlegen? Einfach eine schöne Schere, um, sag ich mal, Bahn abzuschneiden. Und ein scharfes Cuttermesser oder ein scharfes Küchenmesser geht natürlich auch. Um jetzt zu sagen, an der anderen Seite, wo ich jetzt das überstehend habe, einfach das hier lang zu ziehen, abschneiden zu können. Und dann ist das wirklich das Einfachste. Ihr habt eine super Dämmung, ihr könnt nachträglich durchbohren. Es franzt sich nichts in den Bohrer ein und das ist bombensicher, das Zeug. Und wenn ihr noch richtig gut seid und vorher verschraubt habt und vielleicht einen kleinen Streifen auslasst, wo die Schrauben sind, das wird dem Gleis nicht auffallen, dann habt ihr auch noch sogar, dass ihr es sitzen lassen könnt, falls ihr Matrassen ändert. Also das Zeug ist wirklich cool und das hat, da habe ich ja Stefan gebeten, dass er das bitte auch in seinen Online-Shop mit aufnimmt, weil da kommen so viele Anfragen, was das Zeug angeht. Und ich habe verschiedene Sachen getestet. Ich habe bei eBay bestellt, bei Amazon, alles Mögliche irgendwie. Ja, und Stefan war auch nachher schon vielleicht verzweifelt, bis er dann das Richtige gefunden hat, was eine schöne Dichte hat, weil man kann das bei eBay kaufen, das ist auch tatsächlich günstiger, aber das ist so locker, dass es fast wieder einen geringeren Dämmwert hat oder man hört das auch richtig. Also das kann man aber jetzt so auf der Kamera schlecht zeigen. Ich habe es aber bei mir zu Hause ausprobiert und du hast es wirklich gehört. Und dieses Armaflex, da ist erstmal ein super Kleber unter, der auch wirklich funktioniert und der ist ein bisschen formstabiler und das ist ein Riesenvorteil, weil wenn ihr hier eine Geländebegrünung raufbringt und der Untergrund nicht zu weich ist, dann bricht nicht sofort alles auf und geht kaputt, wenn ihr euch mal darauf lehnt oder rauf fasst oder so. Ne? Und es ist einfach zu verlegen, wie gesagt. Und die Dämmung ist besser. Genau, das wollte ich auch noch mal kurz zeigen. Das habt, ich glaube, Stefan, das hast du immer in 1x1 Meter, bin ich der Meinung. Ne? Genau, er nickt, also 1x1 Meter nachher ungefähr im Laden, im Shop. Und das ist erstmal der Anfang und dann soll es weitergehen. Ja, ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Habt ihr noch Ideen? Braucht man eventuell, habe ich zu Stefan gesagt, wir brauchen Eckmodule auf jeden Fall. Wenn man jetzt, sag ich mal, um die Ecke gehen will, dass man noch eine Schräge hat, wo man rumlaufen kann und alles mögliche. Oder hier vorne auch einfach aneinander stellt, dass man hier noch eine Schräge hat, um nochmal Trassen nochmal rumzuführen. Vielleicht einen Stellpult zu bauen. Wir entwickeln jetzt gerade Schubladen, dass man hier unter eine Schublade rausziehen kann oder aus dem Gestell eine Schublade rausziehen kann, wo die CS3 oder eine E-Kos oder sonstige Zentralen draufstehen können. Und wir werden auch noch kleine Tische wahrscheinlich fertig machen, wo man PC draufstellen kann und das wegschwenken kann, so dass man, wenn man an der Anlage arbeitet, alles unter der Anlage hat, arbeitet und dann das sich wieder vorholen kann und aufklappen kann. Genau. Ja, Leute, und jetzt, glaube ich, würde ich sagen, habe ich auch wirklich wieder so viel gesappelt. Ich habe echt langsam Durst. Ich höre jetzt auch auf, bevor wieder Kommentare kommen, du sappelst nur. Aber mir war das hier wirklich ein Anliegen, weil, wie gesagt, Stefan hat, glaube ich, gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das läuft, aber wir haben schon die ersten Bestellungen bekommen. Das ist das Schöne an der ganzen Sache. Also es kommt schon langsam durch und das sogar ohne Werbung auf dem unseren noch kleinen YouTube-Kanal, sage ich jetzt mal. Aber ich finde das einfach eine coole Sache. Und solange es bezahlbar ist, dann helfen wir auch denen, auch den Jüngeren und Jugendlichen vielleicht oder Kindern, die eine kleine Anlage haben, das Standard-Startset von Märklin haben, da kommen sie mit 2 Rahmen schon aus, Platte rauf und fertig und können schon anfangen und es individuell erweitern. Und ja, ich wüsste nicht, welche anderen das auch so in dieser Form machen, die dann auch über WhatsApp oder sonstiges auf einem kurzen Weg Sonderwünsche auch noch fertig machen. So, jetzt soll es auch wirklich reichen. Ich hoffe, ihr habt alles gedacht. Ich gucke mal zu Stefan rüber. Stefan nickt, Arne nickt auch. Arne winkt schon wieder wie so eine wilde Hummel hinter der Kamera. Hör auf zu reden. Ja, ist okay. Tue ich jetzt auch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt doch fleißig in die Kommentare, was ihr davon haltet. Besucht den Online-Shop spielbahnradchen.de und Arne blendet das natürlich ein und werde es auch in der Infobox verlinken. Und dann würde ich sagen, ja, bauen wir den Shop weiter aus, so dass ihr alles findet, was ihr braucht für den Anlagenbau. So, vielen Dank. Alles klar und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.